Hallo. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich würde euch gerne in diesem Video zeigen, wie wir unser Fahrerhaus aufbereitet haben. Wie das Fahrerhaus foliert wurde und welche Änderungen und Modifikationen wir innerhalb des Fahrerhauses vorgenommen haben. Damit ich euch das besser zeigen kann, würde ich sagen, ihr kommt einfach mal rein. Also, auf geht's. Ich möchte euch jetzt gerne zeigen, was wir hier in dem Fahrerhaus verändert oder modifiziert haben. Ja, eins der ersten Sachen, die wir umgebaut haben, waren die Sitze. Wir haben also die Sitze komplett neu bezogen. Werdet ihr gleich sehen, wie Caro das gemacht hat. Danach haben wir diese Schlafliege modifiziert. Ich fahre mal da ein bisschen drauf, dann könnt ihr das besser sehen. Okay. Diese Schlafliege war vorhanden, die haben wir neu gepolstert. Und da sie ein bisschen schmal war, haben wir sie praktisch hierdurch verbreitert. Das kann man runterklappen komplett. Im Normalzustand ist das Ganze hier eingehängt. So, dann ist das auch hoch. Wir haben über diese Schlafliege hier die Kühlbox gesetzt in einem Gestell, damit man die Füße noch unter die Box schieben kann. Sonst wäre das Ganze ein bisschen kurz geworden. Also hier sitzt unsere Kompressorkühlbox, unsere beiden Walkie-Talkies. Ja, das soweit zur Schlafliege. Ihr könnt jetzt hier auch sehen, wie die Innenverkleidung in Anthrazit aussieht. Dann haben wir als nächstes das Armaturenbrett neu gemacht. Wir haben das Armaturenbrett mit Carbonfolie bezogen. Da gibt es nachher noch ein paar Einzelbilder zu. Wir haben hier diese Mittelkonsole nachgerüstet. Da sitzt unser Radio und das Standard-Navigationssystem drin. Hier sitzen die ganzen Zusatzschalter für unsere Wärmetauscherpumpe, der Lüfter hinten und einmal die Rundumbeleuchtung, die ich von hier einschalten kann. Da kann ich praktisch oben um die Box eine umlaufende LED-Leiste einzeln schalten, um Licht außen am Auto zu haben oder wenn die Alarmanlage anspringt. Aber da gibt es ja noch Detailvideos zu. Dann würde ich euch ganz gerne noch zeigen, wie unser Navigationsteil aussieht. Wir haben zwei Navigationssysteme an Bord. Einmal ein LKW-Navigationssystem und ein Offroad-Navigationssystem. Das seht ihr hier auf diesem Display. Das lässt sich praktisch schwenken. Und ich habe hier ein zweites Display. Ich drehe das mal weg. So. Hier ist ein zweites Display, auf dem ich dann die gespiegelte Version sehen kann, die Caro auf diesem Display hier bearbeitet. Das Ganze lässt sich komplett in alle Richtungen drehen. Und ich muss dann nicht rüber gucken. Ich kann mir das einfach so angucken, indem ich mir das Display hier so hindrehe, dass ich es vernünftig sehen kann beim Fahren. Ja, das ist auch noch so eine Modifikation, die wir gemacht haben. Den Rest zeige ich euch jetzt in Bildern, die ich gemacht habe. Ja, ich denke, das war erstmal so das Wesentliche in unserer umgebauten Fahrerkabine. Okay, jetzt geht's mit den Bildern weiter. Wie ihr sehen könnt, war unsere Strixa einmal weiß. Sie war eigentlich in einem super Zustand, sodass man hätte gar nichts machen müssen. Doch zum Folieren mussten wir das ganze Fahrzeug einmal komplett durchschleifen, aber da kommen wir noch zu. Da unsere Innenverkleidung anthrazitgrau eingefärbt werden sollte, mussten wir alle Innenverkleidungsteile erst einmal ausbauen, um sie dann außerhalb des Fahrzeugs vernünftig zu lackieren. Das haben wir mit einem Spezialspray aus den USA gemacht, weil alle anderen Einfärbemittel für Fahrzeughimmel nicht das Ergebnis gebracht haben, was ich mir vorgestellt hatte.
nachdem alles raus war, habe ich mich erstmal um den Kabelbaum im Fahrerhaus gekümmert. In dem Kabelbaum war noch die Verkabelung von dem Kran vorhanden. Die wollte ich erstmal entfernen, um eventuelle oder zusätzliche Fehlerquellen durch den Kabelbaum zu eliminieren. Auf dem Foto könnt ihr den zerfledderten Kabelbaum sehen. Als nächstes haben wir alle Flächen der Fahrerkabine nochmal zusätzlich mit Armaflex gegen Schall und Kälte isoliert. Zu unserer anthrazitgrauen Innenverkleidung passten natürlich keine weißen Türen. Also habe ich erstmal alle Türen von innen schwarz lackiert, inklusive der Einstiege und der A- und der B-Säule. Als nächstes ging es außen weiter. Zum Folieren mussten die Dekorstreifen von der Fahrerkabine entfernt werden. Das hat leider weder mit dem Heißluftföhn noch mit irgendwelchen Lösungsmitteln geklappt. Also blieb nur noch eine mechanische Entfernung. Beim mechanischen Entfernen, also beim Abkratzen, entstehen natürlich kleine Macken und Kratzer in der Lackoberfläche. Die habe ich dann schwarz überlackiert, um genau sehen zu können, wo noch irgendwelche kleinen Macken und Kratzer im Lack sind. Das Ganze wurde danach mit Sprühspachtel überlackiert, um eine saubere, glatte Oberfläche fürs Folieren zu bekommen. Während ich mich um die Lackarbeiten gekümmert habe, hat sich Caro um das Folieren der Fenster gekümmert. Wir haben die Heckscheiben und die hinteren Seitenscheiben mit dunkler Folie foliert. Die Gummimatten im Fußraum der Fahrerkabine waren grau und so etwas angeschmuddelt. Nicht kaputt, aber eben nicht so wirklich schön. Ich habe sie dann einfach mit schwarzer Reifenfarbe wieder aufgepeppt. Das Ergebnis könnt ihr hier auf diesem Foto sehen. Bei einem Rüstwagen leiden natürlich die Sitzbezüge. Der Fahrersitz war aber sonst in einem super Zustand, sodass wir ihn neu beziehen konnten. Der Beifahrersitz von Caro war wie in den meisten Fällen nicht pneumatisch ausgelegt. Über eBay Kleinanzeigen haben wir dann relativ schnell einen neuen Sitz für Caro gefunden. Von beiden Sitzen haben wir dann die Bezüge abgezogen, um sie als Vorlage für die neuen Schnittmuster der neuen Bezüge zu verwenden. Zum Nähen der Bezüge haben wir erstmal eine dementsprechende Nähmaschine beschafft. Caro hat es dann gleich ans Werk gemacht. Das war dann das fertige Ergebnis. Neue Bezüge für beide Sitze. Das Innenteil ist aus Alcantara, die Seitenteile sind aus schwarzem Kunstleder. Die Stoffe haben wir bei einer Firma in Berlin bestellt, die mit Restposten aus der Autoindustrie handelt. Hier seht ihr unseren neuen Beifahrersitz, schon fertig montiert. Da wir im Fahrerhaus zum Teil 12 Volt Technik verwenden, habe ich im Beifahrerfußraum die dementsprechenden DC-DC-Wandler installiert. Zur Installation und Funktion der DC-DC-Wandler wird es nochmal ein separates Video geben. Als nächstes stand das Folieren des Fahrerhauses auf dem Plan. Dazu habe ich die Fahrerkabine einmal komplett durchgeschliffen. Die muss komplett eben und gleichmäßig sein, denn unter der Folie sieht man jede Unebenheit. Nachdem die Kabine fertig durchgeschliffen und sauber gemacht war, habe ich mich über das Folieren hergemacht. Begonnen habe ich mit dem Dach. Das Dach war schon ziemlich tricky. Durch die vielen Rundungen und Wölbungen unseres erhöhten Daches musste ich mehr Einschnitte in die Folie machen, als ich eigentlich gewollt habe. Im Nachhinein würde ich das heute anders machen. Ich würde zuerst die Seitenteile des Dachs folieren und dann die Dachfläche oben einfügen. Die senkrechten Flächen der Fahrerkabine ließ sich relativ einfach folieren. Die ganze Fahrerkabine habe ich im Trockenverfahren foliert. Zum Abschluss noch ein paar Bilder von unserem überarbeiteten Armaturenbrett, der Mittelkonsole, den Zusatzschaltern, Tankumschaltung, Schaltkulisse der Sperren und unserem Navigationssystem. Das war Volume 10,
Aufbereitung unseres Fahrerhauses. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Ihr könntet was mitnehmen für euer eigenes Projekt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Oder wenn ihr dranbleiben wollt, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Es geht jetzt weiter mit Volume 11 Innenausbau, Volume 12 Möbelbau. Dann wird es 13 geben, unsere Heizungsanlage und Wasseraufbereitung. Also ich denke, es bleibt weiter interessant. Und ich melde mich jetzt erstmal ab. Okay, also bis zum nächsten Volume. Tschüss!